Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Suicide Squad Kill the Justice League. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen Nebenaufgaben gemacht und dann wollen wir doch mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Oh ja, und wenn ihr ein Sekündchen Zeit habt, Harvey, lasst doch... Harvey und Hank haben die Ausrüstung vorbereitet, die ihr für Luther braucht. Tatsächlich haben sie gerne ein Däumchen nach oben da. Als ihr. Bringt euch in Form, bevor ihr zurückkommt. Oder auch nicht. Ich warte jedenfalls. Oder auch nicht, wird's dann eher. Das Schild sieht man als stolzer Bewohner gern. Es heißt alle willkommen, von nah und fern. Von nah und fern, alle willkommen, okay. Oh Gott. Die Sprüche sind schon sehr, sehr, sehr. Naja. Die sind ja fast genauso kacke wie meine manchmal. Himmelhoch jauchzend machen wir weiter. Oh, guck mal hier. Sag mal, der traut uns doch gar nichts zu, ne? Oh, die nehmen wir mit. Oh. Ah, was denn? Ist meine Moon alle oder was? Was ist denn nutzlos? Jetzt nachgeladen haben wir und dann geht's wieder weiter. Hier ist Lois Lane, ich sende für den Daily Plant. Wer ist das pflanzenkontrollierende Wesen, das seit kurzem auch um Metropolis kämpft? Na, Ivy wahrscheinlich. Ist Poison Ivy etwa am Leben? Hol mal Schwung. Logische Erklärung zu sein, so, wundervolles Ding, du. Gesichtet wurde. Ivy, früher Wissenschaftlerin, jetzt radikale Umweltaktivistin, organisierte oft Angriffe gegen industrielle Umweltverschmutzer. Doch als sie von der Sprengung von... Genau, wir gehen nach Hause. Und kriegen hoffentlich ein paar neue, coole Sachen. Ja, ich muss mich sowieso mit dem System hier noch ein klein wenig vertraut machen. Ivys Biowaffe ist bereit. Harley, schnapp deine Freunde und hol sie euch bei der kleinen Soziopathin ab. Wenn, dann ist sie antisozial, Flag. Wärst du auch, wenn die Leute dich ständig irgendwo einsperren würden? Ja, da ist was dran. Bitte, sie soll aufhören. Oder tötet mich, Harley, um der alten Zeiten willen. Dachte, du fragst nie. Pinguin, spielen wir ein Spiel. Du bist Victor Freeze und ich bin die brillante Wissenschaftlerin. Nein! Da! Du kleine Grüne. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, diesmal mag sie dich, Ozzy. Sonst wärst du schon... Hat bereits 5 ihrer Argus-Aufwasser ins Lazarett gebracht. Erfrierungen. Ich war doch nur kurz pieseln. Ich zeig's dir später. Wieso hat sie diesen Pflanzenzuckerrausch, Cobblepot? Pinguin! Halt jetzt deine Klappe! Das kleine Biest hat ihre Hexenkräfte in diese Waffen kanalisiert. Mit diesem Effekt auf eurer Waffe könnt ihr die Aliens an Ort und Stelle einfrieren. Mhm. Gut, oder? Genau genommen kristallisiert sie die Flüssigkeit in ihren Körpern. Aber Tiefenfrost klingt gruseliger, also nennen wir es so. Tiefenfrost. Ja, du bist sehr clever, Fräulein Treibhausgas. Also, wie wäre es mit frostiger Nahkampfausrüstung? Die Granaten brauchen noch Feinschliff. Ach ja, Waller will, dass du dich bei Hack meldest. Ihr Lieblingscomputervirus meint Lex Luthor finden zu können. Na, das klingt doch gut. So, man was hast du uns? Einen guten Waffenschieber für solche Geschäfte. Aha. Lass uns reden. Schusswaffen herstellen, das finde ich gut. Wie wär's mit einer Maschinenpistole? Hm? Ach, dafür Ressourcen. Mhm. Die ich wahrscheinlich wieder mal nicht habe.
Ist gut, die hat sogar Erweiterung. Völlig makellos. Schön. Ausrüsten? Ne. Dann gucken wir mal hier eine Shotgun für Boomerang. Wäre doch wahrscheinlich nicht schlecht. Bis 12. Die kommen mir aber irgendwie cooler vor. Hau schon rein! Das Ding wird dich umhauen. Oh, warte mal. Ich kann hier auch bestimmt verkaufen, oder? Nö. Selten, episch, nö. Nö. Sturmgewehr. Gutes Sturmgewehr ist nicht schlecht. Warum ist das stärker als dieses hier? Aber das ist automatisch, ne? Also vollautomatisch. Das wird wahrscheinlich irgendwie Feuerstöße machen. Sehe ich das irgendwo? Kann ich da irgendwo nachlesen? Ich sehe da jetzt gerade nichts. Nehmen wir das vollautomatische. Du brauchst keine Garantie, nein? Nein, nein. Ja, wunderbar, ne? Oh, das nehmen wir auch. Sag nie, der Pinguin tue nichts für euch. Sag nie, dass er auf einer Vendetta ist. Ja, komm, jetzt. Jetzt komm mal wieder runter, Pingi. Schildmod, Bewegungsmod. Ui, Nahkampf, Nahkampf. Episch. Nimmt sich nichts. Naja, nehme ich den epischen. Ein brandneues Spielzeug macht immer Spaß, was? Der sieht aber kacke aus. Naja, gut. Muss ja nicht immer hübsch aussehen, ne? Boomerang. Den haben wir mal ziemlich stark vernachlässigt. Grenz nicht so. Oh. Ist mir unangenehm. Ja, ist dir unangenehm. Okay, gut. Warte. Raus hier. Ist der kleine Pingi schlecht gelaunt? Was kannst du... Ich untersuche die Waren... Diese Dinger wurden nicht gebaut. Was ganz Besonderes für meine... Also herstellen geht, zerlegen nicht. Effekte. Du bist sicher hier, um diese blöden Metallwaffen ein wenig schmelziger zu machen. Effekte anwenden. Ah, Schläger. So. Ja, nimm mal halt den hier. Wenden wir es drauf an. Aktiv. Ist aktiv. Hoffe ich mal. Oder? Nö, ist aktiv. Dann machen wir selbiges bei ihm hier. Ändern. Ist aktiv. Bei Sharky haben wir da... Ne, tatsächlich nichts Besseres. Eiskristalle. Echt hübsch. Ist auch aktiv. Bei ihm ist auch aktiv. Boomerang. Ne, der ist nicht besser. Scheiße. Ich habe gedacht, der wäre besser. Dann sieht der so toll aus. Na gut. Dann halt nicht. Auf Granaten. Oh, auf Granaten geht's. Okay. Nein, kann ich nicht. Alles klar. Dann. Ja, tut mir leid. Ich muss mir sowas halt auch mal angucken. Hack hat eine Möglichkeit für euch, um Lex Luthor aufzuspüren. Na, das ist. Ja. Ja, die Kinder sind schon jetzt auf dem Weg zum Geschenke abholen. Ich muss an die extrem tragischen Weihnachtsfeiern denken, die Baby Rick durch. Schick, was du aus dem Laden gemacht hast, Hack. Danke, Harley. Es ist eng, aber besser als dieser isolierte Faraday-Käfig von Waller. Tja. Waller sagt, du hast einen Peilsender verwechselt. Er fasst Luthers Herzschlag mit 5 Meilen Reichweite. Ich habe euch den Code geschickt. Folgt einfach dem Punkt zum kahlköpfigen Milliardär. Na gut. Oh, und bevor ihr losgeht, meldet euch bei Cash. Er will euch bestechen, glaube ich. Okay. Bestechung ist gut, aber Eisknarren sind besser. Wir haben aber doch niemanden eingefroren. Ich weiß. Da lang. Dann lassen wir uns mal bestechen. So ein bisschen Bestechung ist ja nicht Ihr verkehrt. Habt eure Tracker, TFX. Jetzt exfiltriert Luther. Ich jo. Soll das was? Also so kennen wir uns jetzt auch.
Was? Die Drohnen, die Leute aus der Stadt fliegen? Task Force X? Hack weiß jetzt, wie man sie aufhält. Man kann sich sogar die Leute schnappen. Ihr müsst die Drohnen einfach ausschalten und den Egoismus mal ein bisschen runterschrauben. Unterhalten wir uns. Je mehr du rettest, desto hochwertiger dein Hilfspaket. Melde dich täglich bei Cash um dein Hilfspaket. Okay. Also Drohnen nebenbei abballern. Quinn, ein bisschen Arkham gibt es wohl überall. Oh, hey Cash, brauchst du eine helfende Hand? Ich darf auch einen kleinen Anreiz bieten. Ich halte etwas Ausrüstung bereit. Ein Hilfspaket. Jede verdammte Drohne, die ihr runterholt, setzt eurem nächsten Nachschub noch etwas drauf. Doch du musst es dir verdienen, oder es ist... Ja, ist angekommen. Alter, halt die Klappe, machen wir ja schon. Sie bereiten das Training vor. Bewegt euch. Ja, ja. Worauf warten wir noch? Eiszeit, Eiszeit, Eiszeit! Eiszeit, Eiszeit. Okay, alles klar. Können wir jetzt? Danke. Warte. Moment. Moment. Die wollte ich ja gar nicht. 551 Schaden. Nein. Die hat natürlich den meisten Schaden, aber es ist halt nur ein Schuss. Warte mal. Ah. Wie viel? 274 nur? Okay. Dann nehmen wir als Hauptwaffe diese. Nenn es mal ein Wichtelgeschenk. Dein Wichtelgeschenk, ja. Ich gebe dir auch gleich ein Wichtel. Wichtel auf die Nase. 274, 457, das klingt doch gut, aber ich wollte eigentlich für sie die hier als Zweitwaffe. Und ich habe einen neuen Baseballschläger. Naja, oder Cricketschläger? Ich glaube, es ist ein Cricketschläger. Wie willst du dein Gehirn heute modifizieren? Ja, so gut es geht halt. Mhm. Nehmen wir das. Okay. Alles klar, Kinder. Nee, warte. Entschuldigung. Ich muss euch ja auch nochmal dann anderweitig ausrüsten. Oder ist das hier alles schon auf Eis getrimmt? Nee, ne? Hier wollte ich doch gerne hier... Nee. Ja, natürlich ist das schwächer als... Ja, die sieht doch ganz gut aus als Zweitwaffe. Denn wenn er nur mit so einer schweren Hauptwaffe rumrennt, ist es ja auch nichts. Oh, was geben wir dir denn als Zweitwaffe? Nee. Nee, das mach ich mal offscreen. Also das ist ja doof, wenn ja. Da muss ich mich ein bisschen genauer... Meine Güte, ist das ein... Bruce, du kannst manchmal ein richtiger Penner sein. Hat jemand den Namen der Argus-Typen? Ich will wissen, wer mit... Das wäre Quinn zur Eliminierung! Ja, genau. Der Typ hat einen Namen. Wir heißen höchstens der bald in Frage. Oh, Scharfschütze! Nee, warte mal, dir komme ich gerne mal ein bisschen näher. Quinn ist in der Nähe. Muss mich bewegen. Ah. Er weiß, er muss sich dann bewegen. Okay. Wo ist er denn? Vielleicht sollte ich mal auf den Radar gucken. Mhm. Oh. So eine feige Sau. Suicide Strike. Ah ja. Jetzt haben wir dich. Gut, dann gehen wir mal hier rüber.
Hier sollen wir hin. Hallo Metropolis. Gut, ihr Jammergestalten. Zeit für Effekte. Glaubt mir, das Zeug lässt die lila Mistkerle weiß werden. Mhm. Effektschlag. Dann mal los. Der Jut, nicht damit aufs Gesicht zielen. Und Bumerang, nicht die Zunge dran halten. Oh. Warum schaltet ihr dann keine Gegner aus? Das gefällt mir. Hallo. Weiter so. Wenn's um Gewalt geht, macht Übung den Meister. Da könnte was dran sein. Training abgeschlossen. Oh, das war nur ein Training. Achso. Wie ich Luther kenne, wird es härter als bei Pinguin. Bereiten wir uns vor. Woher kennst du Luther? Oh, ich kenne ihn. Wir sind doch eigentlich gut vorbereitet. Hm, aufdrehen, nein, Karte. Was haben wir denn hier? Gibt es hier auch mal irgendwelche Hauptmissionen? Ausgeglichen. Feindliches. Oh. LexCorp. Ausgeglichen. Müssen wir wieder zurück? Ausgeglichen. Also richtig Hauptmission ist hier gerade nicht, oder? Alles nur ein Nebenscheiß. Entweder bin ich blind oder ich sehe hier gerade nicht wirklich eine Hauptmission. Ausgeglichen, Gizmo hat, ja, hat einen Mod. Das ist aber schön. Hier gibt es echt nicht so großartig, was Hauptmission ist. Unterstützungsteam-Mission. Naja, das ist... Ja, gut. Okay, dann, wenn wir in der Nähe sind, machen wir das hier. Ausgeredet. Wir haben einen Weg gefunden, eure Karren mehr Wumms zu verleihen. Zum Testen brauchen wir natürlich eine ganze Menge toter Aliens. Wir sehen uns dort. Na, du sollst runter. Deckungsfeuer. Ich mag den Mod. Doch, mag ich. Dann machen wir uns auf den Weg zu der wundervollen Mission hier. Wenn ich zurückgekehrt bin, werde ich gerne an diese Zeit denken. Wenn du willst, dass wir dich ab und zu besuchen, sag's einfach. Nein, danke. Bums. Rechnet gegen Harley Quinn immer mit Sprengstoff. Ja, sie mag Sprengstoff. Ach komm, jeder mag Sprengstoff. Und das nicht nur an Silvester. Wow. Und der rennt schon wieder weg. Diese ollen, feigen Scharfschützen hier. Unter Beschuss von Quinn. Das stimmt doch gar nicht. Das ist ja, das ist voll gelogen. Ich... So. Immer diese Scharfschützen, die immer gleich wegrennen, sobald irgendwas ist. Ich weiß, dass ihr zuhört, Verbrecher. Ich habe Trümmer eurer Fahrzeugwaffen untersucht. Zweitklassige mechanische Arbeit. Die Arbeit von Gizmo. Ihr vier wurdet in den Tod. Sorry, Kumpel. Die Alien-Hobbymesse ist abgesagt. Ja? Oh, da liegt noch was. Schwimmende Tote. Ich schieße jetzt auf Humas Ziel. Ein gutes Ziel, Harry. Ich schalte es aus. Die Brutalität des Heiß ist beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich mir bei solchen Aussagen Gedanken machen sollte. Oh, ein goldener Gegenstand. Gibt's neues Trick? Ja, ein bisschen mehr Schwung weg, praktisch. Okay, das ist... Hier, gucke, Hammer. Bleib möglichst lange in den Gizmo-Fahrzeugen sitzen, Taskforce X. Ich will, dass dieser Test Resultate liefert. Hm,
Feinde nehmen nur durch Fahrzeugangriffe Schaden. Lösung. Gizmo schickt immer neue Fahrzeuge. Also. Los. Also stell sicher, dass du sie benutzt. Ja, das habe ich eigentlich so gedacht. Dass die Explosion meiner Fahrzeuge ein Feature und kein Problem ist. Sagt also Hallo zur Selbstzerstörung 2.0. Ich höre zu. Tötet ein paar Angreifer und bringt mir Wärmemessungen von der Mikrowellenmatrix des Schädelschiffs. Ich mach den Rest. Töten für die Wissenschaft. Na, das gefällt ja wieder. Ich will den Mikrowellenstrahler von dem Schädelschiff. Konzentriert euer Feuer erstmal auf diese Penner. Probiert's doch mit Teamwork. Ja, dann, wo ist denn jetzt hier so ein Autochen? Ah, da. Aber Gizmo macht es frei nach dem Prinzip. It's not a bug, it's a feature. Feature. Ja, ich will raus. Und mit dem Ding nicht in die Luft fliegt. Schön. War das nicht ich? Fahrzeug unterwegs! Gut. Das sollte euch bei der Mission helfen. Dann lass mal kommen, das Fahrzeug. Wow! Frage mal. Was war das? Wie läuft's? Muss ich euch Dummköpfen etwas zählen beibringen? Wow! Schon wieder sowas. Wer will eine Killerkarre, die bei der Mission hilft? Ah, dankt mir nicht alle auf einmal. Na komm, rein da. Irgendwie macht's ja auch Spaß, ne? Upe? Nein, ich wollte gar nicht aussteigen. Hilfe gebrauchen. Zum Glück ist bereits ein stadtbewaffnetes Fahrzeug auf dem Weg zu euch. Oh, das ist immer gut. Oh, wie war denn hier? Ach, aufsteigen war. Ah. So ein Ding ist das. Ciao. Wieso ciao? Macht er jetzt noch nicht ciao? Ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Oh, nee. Runde 2 sind wir. Ja, jetzt kommt Runde 3. Brainiac werden bald die Truppen ausgehen, wenn er so weitermacht. Schicke euch ein paar Räder zur Unterstützung. Naja, Räder, Raketen, Geschütze, ihr wisst schon. Ja, wir wissen schon. Okay, der hat gesessen. Ich weiß doch. Aber du hast gesagt, ich soll so lange als möglich hier drinnen hocken bleiben. Und das mache ich. Warte, Task Force X. Onkel Gizmo bringt ein Fahrzeug zur Unterstützung. Wow. Okay, ich weiß nicht, was ich von solchen Missionen halten soll, aber naja, okay, kann man zwischendurch mal machen. Nee, will ich auch nicht. Glückwunsch, dass ihr einen Weg in die Zukunft geebnet habt. Und jetzt geht zum Störer, sonst war's das mit Zukunft. Oh, haben wir's? Das wird der Selbstzerstörung den nötigen Wumms geben.
ganz bestimmt. Wenn diese Babys explodieren, dann richtig. Ihr werdet es noch einen Block entfernt spüren. Das ist der minimale Sicherheitsabstand. Viel Spaß! Ein Block Abstand, ja? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Mhm. Bisschen Ausrüstung, Talentbaum, Kodex. Ah ja. Okay. Dann müssen wir wohl erstmal ein paar Missionen machen. Die Jungs haben an einem Geschütz gearbeitet, das mehr Wumms hat als eure Knallpistolen. Leider sind sie in Schwierigkeiten geraten. Rettet ihnen den Arsch, dann gibt's bessere Waffen für alle. Alles klar, Freunde. Aber Arschretten machen wir erst in der nächsten Folge. Und wenn euch diese hier gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.